Ich grüße euch, Freunde des Internets, hier bei Shoki Banoki New Television TV zu Daily, der Tagesdosis. Angeberwissen. Ich vergesse es immer. Ja. Ich will immer Klugscheißerwissen sagen. Ja, Klugscheißerwissen ist es ja im Prinzip auch, aber Angeberwissen ist der Titel eigentlich. Ich sitze hier immer und sehe ihn hier im Monitor und denke mir immer, Klugscheißer, Klugscheißer. Aber nein, es ist Angeberwissen. Ja, 9. Dezember, darüber reden wir heute. Heute ist der 9. Dezember und der 9. Dezember hat Geburtstag H.P. Kerkeling. Ja. Ja, ein richtig geiler Typ. Also finde ich immer super geil, den zu sehen. Horst Schlemmer ist ja nur das Ende der Fahnenstange. Das ist nur das Ende der Fahnenstange. Aber kennst du Honeyline? Honeyline kenne ich auch. Ja? Das war also als... Känguru hat er da gemacht. Ach, Känguru, nee. Ich dachte jetzt, es wäre das gewesen, wo er quasi als Kleinkind auf diesen überdimensionalen Möbeln saß in seiner Sendung. Das heißt ja immer, und dann so, ja, das kann halt auch Honeyline gewesen sein. Aber das war, also... Aber Habe Kerkeling ist mein Favorit ja immer noch Spaulinsche. Spaulinsche, ja, genau. Spaulinsche, genau. Ja, genau, Spaulinsche ist nur so mal. Was hast du da vom 3-Meter-Brett, was hast du vom 3-Meter-Brett gemacht? Runtergeschifft. Ja. Genau. Ja. Herrlich. Aber egal. Ja. Das war Habe Kerkeling. Habe Kerkeling, heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Und am 9. Dezember ist aber auch etwas geschehen, was wirklich nachhaltig gewesen ist. Für einige Menschen vielleicht, für mich eher nicht, aber das war mir so klar. Ich möchte es natürlich trotzdem hier breitreten. Und zwar die Rückkehr der Jedi-Ritter hatte Kinostart am 9.12. 1983 in Deutschland. Hast du gar nicht gesehen, oder? Nee. Hast du, das gibt's. Du hast den dritten Teil, also die Episode 6. Ich habe gar keinen Star Wars Film geguckt. Gar keinen? Gar keinen. Noch nie? Nein. Oh mein Gott. Also du hast die ersten drei Teile hast du noch nie gesehen. Ich habe nur Star Trek Filme geguckt, aber Star Wars habe ich nie gesehen. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also Star Wars, Krieg der Sterne hast du nicht gesehen. Nein. Imperium schlägt zurück hast du nicht gesehen. Du kannst sie alle aufzählen, ich werde sie alle mit Nein machen. Rückkehr der Jedi-Ritter hast du nicht gesehen. Nein. Dunkle Bedrohung hast du nicht gesehen. Was war das mittlere? Ach, auf jeden Fall, die Rache der Sith gab es noch. Spaceballs habe ich gesehen. Spaceballs, ganz wichtig, ja. Das hast du, da kannst du. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Richtig. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall 1983, am 9. Dezember ist Rückkehr der Jedi-Ritter in Deutschland erschienen und war auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte für mich. Für dich nicht. Nein. Aber am 9. Dezember ist auch erschienen 1993, das war 10 Jahre später, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Kennst du den wenigstens? Ich habe ihn mal sehen müssen, ja. We're a man in tights. Ja. Ne? Wo der zu dem Blinden sagt, lustige Bande. Hä? Nee. Wo er zu dem Blinden sagt, der Blinzler heißt, der auf dem Baum sitzt, sagt man, was machst du denn da? Blinzler heißt er übrigens. Blinzler, was machst du denn da? Dann sagt der Blinzler, ich schätze. Ich schätze mal, dass keiner kommt. Oh. Na gut. Egal. Knaller. Muss man gesehen haben? Ja. Ja, aber was ist noch am 9. Dezember passiert? Noch ein Kinostart. Noch ein Kinostart. Ja, und zwar E.T. Den hast du aber gesehen. Den habe ich gesehen und da habe ich sogar eine klasse Story zu. Hm? Ja, E.T., mein kleiner Bruder. Nein, zu dieser Zeit war ich im Krankenhaus. Nein, das war wahrscheinlich danach, weil es gab den Film schon auf VHS-Videokassette. Ja. Auf jeden Fall war ich im Krankenhaus und habe den Blinddarm rausgenommen bekommen. Und mein Bettnachbar hat Mandeln und Polypen rausgemacht bekommen und der hatte seinen Videorekorder mitgebracht. Ins Krankenhaus? Ins Krankenhaus und hat ihn da an den Fernseher angeschlossen, damit es nicht so langweilig ist. So, er hatte den Fehler gemacht, er hat mir E.T. gezeigt. Und ich als kleines Kind fand den Film so geil, dass ich den quasi die komplette Zeit, die ich im Krankenhaus verbracht habe, in Dauerschleife gesehen habe. Immer wieder E.T.? Immer wieder. Ich glaube, ich habe ihn 20 Mal gesehen. Wann kam der raus? In Deutschland? Glaube ich 82 oder was? 82 war er in den Kinos. Aber auf jeden Fall... Das muss also 2-3 Jahre später gewesen sein. Ja, genau. Aber das war dann... Aber Moment. Die arme Sau konnte sich nicht wehren, weil Mandeln und Polypen, der konnte nicht reden. Wie alt warst du denn da? Also, als ich den da aktiv gesehen habe im Krankenhaus, war in der Schule, ich war wahrscheinlich 7 oder so. Weil ich bin der Meinung, ich habe den auch gesehen auf VHS, aber nur als Raubkopie.
Und ich bin der Meinung, dass es ganz spät, der kam ganz spät als VHS-Videokassette heraus. Ja, ich weiß nicht. Das war auch eine Raubkopie, die du da im Krankenhaus geguckt hast. Möglich. Es gab ja früher noch diese Raubkopien bei VHS, die immer so ganz schlechte Qualitäten dann irgendwie hatten und sowas. Und dann hast du dir einen Film angeguckt, den du kaum gucken konntest im Prinzip. Alles nur so gegrisselt und so ein Zeug, aber du hast die geguckt 10-mal. Ja. Ja. 20-mal, 30-mal und die arme Sau konnte sich nicht wehren und musste mitschauen. Ja, aber er hat es ja auch heraufbeschworen. Ja, ich glaube, er hat den Film danach nie wieder gesehen. Wahrscheinlich hat er ein Trauma mitgenommen aus dem Krankenhaus. Krank ins Krankenhaus, reingekommen, noch kränker raus. Richtig. Ja, das war alles am 9. Dezember. Morgen sehen wir uns am 10. Dezember. Und dann zum Glück nicht mit Till. Cheerio, Miss Sophie.